Astria. In einer längst vergessenen Epoche, auf dem verschollenen Kontinent Aregol, lag das wundersame Königreich Astria. Es bestand aus blühenden Wiesen und Feldern, üppigen Wäldern und war umsäumt von mächtigen Felsen. Es wurde von vielen kleinen Flüssen durchzogen, die an vielen Orten liebevolle Seen bildeten. Astria war sehr fruchtbar und schien von der Sonne fortwährend liebkost zu werden. Es war ein friedliches Land und seine Bewohner sicher die liebenswertesten Wesen, die man sich vorstellen kann. Tagsüber schien die Sonne aus einem stets blauen Himmel mit weißen, hübsch anzusehenden und immer wieder zur Fantasie anregenden Wolken auf das Land. Nachts leuchtete der Mond und die Sterne aus einem immer klaren Nachthimmel und wachten über das Königreich. Wunderschöne Eisblumen wuchsen an Bäumen und in Behausungen der Bewohner und die Luft war erfüllt von kaltem Zauber aus winzigen Schneeflocken, so dass es fast so aussah, als hätte jemand über ein ganzes Feld von Pusteblumen geblasen. Es gab keine wirklichen Jahreszeiten. Es war das ganze Jahr über Frühling und Sommer im Wechsel. Nur am frühen Morgen regnete es für etwa eine Stunde und wenn es nicht regnete, dann bildete sich wunderschöner Morgentau an den Pflanzen und Sträuchern von Astria. Und das so regelmäßig, dass die Bewohner ihre Zeit danach benannten. Muritau, was so viel wie nach dem Regen oder nach dem Tau bedeutete. Die Wesen, die dort wohnten, waren ebenso wundersam wie das Land selbst. Es lebten dort Feen, Elfen, Kobolde, Zwerge und Gnomen friedlich miteinander und über all dem wachte der Rat der Sylvien. Er bestand aus 9 verdienten und weisen Vertretern der Elfen, Feen und Zwerge. Und falls man sich einmal nicht einigen konnte, gab es den oder die Vorsitzenden des Rates, der gleichzeitig König oder Königin war. Der Regent wechselte alle paar Jahre und wurde vom Rat gewählt. Doch da dieses Amt besonders verantwortungsvoll war, konnte nur jemand gewählt werden, der schon mindestens 5 Jahre im Rat war. Kobolde und Gnomen kümmerten sich nicht darum, in den Rat zu gelangen. Die Kobolde wollten immerzu nur Scherze treiben und die Gnomen blieben weitestgehend unter sich. Der Rat tagte jeweils bei Vollmond unter einer mächtigen Kastanie, die Simba Kiefer genannt wurde. Sie stand auf einem Hügel genau in der Mitte des Reiches. Und jeder, der wollte, konnte diesem Rat beiwohnen. Die Flora und Fauna waren durch die Magie des Reiches sehr vielfältig. Es gab Blumen in allen Farben, ebenso wie Schmetterlinge, Vögel, alle Arten von Waldbewohnern und auch prächtige Einhörner. Jedes Wesen betrachtete das Dasein als heilig und so lebten alle miteinander im Einklang und erfreuten sich des Lebens. Streit, Missgunst oder gar Verrat gab es im ganzen Land nicht, auch wenn die Feen und Elfen ab und zu von den Scherzen der Kobolde ein wenig geärgert wurden. Doch auch diese waren liebevolle Wesen. Die Feen waren zumeist auf den Feldern und Wiesen zu finden, während die Elfen sich um die Belange des Waldes kümmerten. Die Zwerge und Gnomen waren die robusteren Wesen und führten somit die schwereren Arbeiten aus. Sie beschafften Rohstoffe wie Holz, Steine und Erz, schmiedeten Werkzeuge und bauten Häuser. Jeder half jedem, auch wenn sie meistens doch unter ihresgleichen blieben. Es war wahrlich ein friedliches Land. Auch kannten sie nur ihre kleine Welt, denn durch die Berge, die das ganze Land umschlossen, kamen weder Fremde zu ihnen, noch wussten sie von der Existenz anderer Länder. Du wirst in vielen Geschichten die einzigartige Welt von Astria kennenlernen. Erzählungen voller Wunder und Abenteuer. Und vielleicht kannst du aus den Erlebnissen der Bewohner von Astria auch noch etwas lernen.